العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ik was iemand die hield van stappen. Laat thuiskomen, achter de vrouwen aan, drinken, roken, veel. Ja, dat was eigenlijk wel heel anders. En ja, ook en nu? En nu, ja, rustig naar de moskee gaan, met mezelf bezig zijn, mezelf proberen te verbeteren. Voor de andere mensen een betere mens proberen te zijn. Je bent moslim geworden, hoe is dat gekomen? Wat voor mij de aanleiding was waren alle gebeurtenissen in de media. Dat was voor mij wel iets van, goh, ik wil erover gaan lezen. Ik ging allemaal lezen, krantenartikelen, internet, Google, de islam. En zoveel mensen die er toch in geloven. Hè? En ja, Theo van Gogh vermoord. En toen kwam ik ook met wat Marokkaanse vrienden van mij in aanraking. En toen ben ik ook wel eens een keer bij een moslim thuis geweest voor de eerste keer. En de religie ging mij op een of andere manier toch steeds meer prikkelen. Omdat ik erachter kwam dat Jezus in de Koran kwam. Ik dacht, Jezus, hè? Het is toch geloof van Mohammed en Allah, dat is toch heel iets anders. Dus toen merkte ik dat er eigenlijk ja, toch wel wat overeenkomsten tussen waren. En dat ik dingen die ik vanuit het christendom, zoals ik dat vroeger geleerd had, ook terugvond in de Koran. Ik kom uit een echt Nederlands gezin, met allebei een Nederlandse papa en een Nederlandse mama. Ik ben opgegroeid in een boerendorp. Dus had ik weinig buitenlanders, weinig allochtonen om me heen. Welke dorp? Geelsrijen, dat ligt precies tussen Breda en Tilburg in. Je ouders, hoe gaan ze ermee om? Ja, positief. Het was in het begin natuurlijk wel wennen. En het eerste anderhalf jaar, twee jaar heb ik niet eens gezegd dat ik moslim werd. Dus het was meer zoiets van, goh, wat is met hem aan de hand? Hij noemt in de Ramadan en hij laat een baardje staan. En ja, wat is dat allemaal? En toen heb ik het er wel een keer over gehad. En mijn moeder zei van, ja, goh, als jij er gelukkig mee bent, dan moet je het vooral doen. A'udhu billahi minash shaitani wajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Het is vaak gebruikelijk onder moslims dat ze moslim worden, dat ze hun naam veranderen. Nou ja, in de moskee spreekt men wel eens aan met Yahya, dat is dan de Arabische kant van Johan. Maar ik heb voor mezelf zoiets van, Johan, het is lekker Nederlands. En mensen moeten er ook maar aan wennen dat een Johan, een Kees of Piet moslim kan zijn. Dat niet per se Mohammed of Mustafa of Abdullah hoeft te zijn, dus gewoon lekker Johan. Ja. Waar liep jij tegenaan? Nou, wat ik tegenaan liep is, het is toch best vreemd als een Nederlandse boerenknul moslim wordt. Hè? Dat roept toch vragen bij mensen op. Ik heb wel eens een keer gehad, toen was ik tegen een collega bij een bijbaantje wat ik toen had, zei ik zo van, ja, ik ben moslim. En ze begonnen te lachen, ze dachten dat ik een grapje maakte. Dus dan was het echt zoiets van, ja, mensen nemen mij niet serieus in mijn keuze. En dat was voor mij wel moeilijk om daarmee om te gaan. Je ziet dat mensen toch tegen best veel problemen aanlopen. En dat heeft te maken met een stukje begeleiding. Dus ja, als je moslim wordt en je zegt de shahada en dan, ja, je wordt eigenlijk een diepe gooitje met moslim en nu. Is Nederland er klaar voor jullie moslims? Ik denk het aan de ene kant niet, omdat ze zoiets hebben, wat krijgen we nou? Ja, want die Nederlanders die ook opeens moslim gaan worden. Maar aan de andere kant denk ik juist van dat het een hele heldere en nuttige discussie kan worden tussen enerzijds de Nederlandse moslims en aan de ene kant de Nederlandse samenleving. Daar hebben we heel dat stukje van de immigratie en andere cultuur, daar hebben we dan allemaal achter ons gelaten. En dan gaat het puur over waarover het moet gaan. En dat is dat je eigen keuzes mag maken en je kan en mag kiezen voor de islam.
Standing up, subhanallah. Maar met de tijd, keine Dauer, kein Wissen, keine Schat, keine Anstrengung, weg. En schau je heute das Ergebnis an. Schau dir mal Deutschland an. Wallahi, achi, was ist von einigen Leuten ihrem Islam übrig geblieben, außer der Name? Ahmed, Fuad, Mehmet, Erkan, Abdullah. Subhanallah, ich habe einmal einen in der Stadt gesehen, ja, an der Bahnhaltestelle, Breakdance am machen, ja. Und ich habe gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. So etwas Gestörtes, ja. Und die ganze Zeit, ja, und die Musik, ja, stell mal vor, du machst, normalerweise, du musst dir vorstellen, du machst die Musik aus und siehst jemanden sich so bewegen. Du denkst, er ist bekloppt geworden, ne? Stell mal vor, du guckst so mit der Kamera in die Disco rein, ja, die sind sich alle so am Bewegen, am besten Haus, ja. Und dann machst du die Musik aus. Du denkst, guck mal, da ist irgendeine Droge verteilt worden. Auch im wahrsten Sinne des Wortes, aber guck mal. Auf einmal brüllt einer von der anderen Straße und sagt, hey Abdullah! Dann ruft den Abdullah, der heißt Abdullah, Achi. Guck mal, da ist nichts mehr übrig geblieben, außer der Name, Achi. Nichts mehr übrig geblieben, außer der Name. Mein Name ist Fatima. Psst. Nägel so, Ohrringe so, Sonnenbank gebräunt, Haare hochgetippt, Ausschnitt bis zum Knie, Saum bis zum Kinn. Was ist Fatima, Achi? A'udhu Billah, du bist eine Schande für Islam. Du bist eine Schande. Du bist eine Frau, die den Kuffar zeigt, ich hasse Islam. Diesen Verhalten zeigt, ich hasse Islam. Deswegen ist nichts mehr übrig geblieben. Aber wer so stirbt, wird, wenn er ohne Layla illallah stirbt, oder denkt, er hätte Layla illallah gesagt, Layla illallah wäre ohne Taten, ohne Worte, ohne wirkliche Akida, wird in der Hölle landen. Wird in der Hölle landen, auch ob er Fuad heißt. Und selbst wenn er der Urenkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Dein Urgroßvater, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, wenn du als Käfer stirbst, wird dir nichts helfen, wird dich nicht vor der Hölle retten. Subhanallah. Und das ist das Ergebnis. Ja? Das sagen die, das schadet Islam. Der Nächste erzählt dir, hey, wir müssen erstmal mit den Muslimen anfangen. Wenn wir die Muslimen, weil die Muslime sind so weit weg, ja, also deswegen machen wir keine Dauer mit den Kuffar, sondern erstmal mit den Muslimen. Subhanallah. Okay, wenn wir das so anwenden, das heißt, wir machen erstmal so lange mit den Muslimen Dauer, bis die alle angefangen haben, Islam zu praktizieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann fangen wir an, mit den Kuffar Dauer zu machen. Guck mal, was das für ein Schwachsinn ist. Bruder Wallahi, wisst ihr, wie viele Brüder mit Bad, mit Sunna, mit Jalabiya, die so einen Schwachsinn erzählen? Die erzählen dir, wir fangen erst mit den Muslimen an. Wir sagen nicht, mach keine Dauer mit den Muslimen. Wir sagen, wenn du Dauer machst mit dem Kuffar, das ist genau, da triffst du direkt die Muslime auch ins Herz. Wenn der Muslim einen sieht, der zum Islam übertritt, das wird ihn bewegen. Und der braucht genau dasselbe. Der Muslim, der weit weg ist von der Religion, der braucht genau dasselbe wie der Kafir. Der braucht Überzeugungsarbeit, dass das der weite Weg ist, weil sein Iman ist zu schwach. Der braucht genau dieselben Dinge. Der Aufruf ist genau dasselbe. Wenn du von Sinn des Lebens erzählst, das braucht genauso der Muslim, der weit weg ist von der Religion, oder der sich Muslim nennt, wie der Kafir. Ist genau dasselbe. Und außerdem, sagen wir jetzt, wir haben die Leute hier hingebracht, die sind alle in die Irre gegangen, und jetzt lassen wir die Kuffar in die Hölle gehen. Subhanallah, das kann doch, vor allen Dingen, mir soll das jemand erzählen. Wallahi, ihr Vereine, ihr Kulturverein, ihr habt so viel gemacht. MashaAllah. Wer hat meinem Opa was von Islam erzählt? 30 Jahre Zeit gehabt. Wer hat meine Oma was von Islam erzählt? 30 Jahre Zeit gehabt. Wer hat meinem Onkel was von Islam erzählt? 20 Jahre Zeit gehabt. Wer? Ihr wollt mir erzählen, wir fangen erst mal mit den Muslimen an, lassen die anderen in die Hölle gehen.